ein leichtes Opfer. 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 Ein leichtes Opfer.
Oh, wen haben wir denn da alles? Aha, aha, aha. Was ist denn hier passiert? Holy moly, what the fuck? Was ist Chat schon wieder sich am Sprengen hier, oder was? Wen haben wir denn alles? Shichibi, was geht? Harok, was geht ab? Gösse, einen wunderschönen guten Abend. Metsu, was geht? Pli, guten Abend, grüß dich. Glass Firefly, was geht ab? Lumina Lari, was geht? Miss Bloody Valentine, guten Abend. Bornix, grüß dich. Sir Madame Mezzo, was geht? Yanni Nani, danke dir für 10 Monate. Holy shit. Wölfchen, was geht ab? Atlanta, guten Abend. Jarula, grüß dich. Und vielen lieben Dank für 9 Monate. Dankeschön. Foxran, guten Abend. Lorelei, was geht ab? Somless, guten Abend. Nun ja, 12 Monate. 12 Monate, dankeschön, vielen lieben Dank. Varelin, 10 Monate. Holy moly, dankeschön, vielen lieben Dank. Gagasocke, hi, was geht? Brad Linden, vielen lieben Dank für 11 Monate. Dankeschön. Ich bin immer noch in der anderen Stimme, ne? Blutmund Lilie, guten Abend und dankeschön. Dass du hier bist. Oh Gott, ey, ich bin schon voll. Foxran, guten Abend, danke für 100 Bits. Michael van Haus, guten Abend, grüß dich. Saronja, was geht? Badfood, guten Abend. Leon, moin. X-Game, was geht? Didi, danke dir für 10 Monate und hallo, grüß dich. Wölfchen, 10 Monate auch, dankeschön dafür. Napi, vielen lieben Dank für 50 Bits, dankeschön. Und Gethe, vielen lieben Dank für 10 verschenkte Abos. Dead Food, danke für dein Prime Gaming Abo, dankeschön. Klimax, guten Abend. Und Atlanta, 12 Monate. Ein Jahr, holy shit. Was? Ein Jahr schon. Jokey Moki, guten Abend. Blubbele Moin, Zar, grüß dich. Garomat, guten Abend. Kronos, was geht? Frey Golo, danke für dein Geschenke Abo. Marv, vielen Dank für 4 Monate. Napi, 28 Bits, dankeschön dafür, dankeschön. Akenso, grüß dich. Metzo, vielen lieben Dank für 9 Monate. Dankeschön. Die Zwillinge und ich sind genauso lang dabei. Holy shit, es stimmt, es stimmt. Sir, Simon, guten Abend. Das Clip, guten Abend. Sunny Theater, dankeschön für 2 Monate. Beefy Rolex, dankeschön auch für dein Prime Gaming Abo für 12 Monate. Und dankeschön für deine Glückwünsche. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Sarah Lien, guten Abend. Grüß dich. Knittelshallöchen. Kronos, guten Abend. Und danke für 10 Monate. Fabi, hey, hey. Ranzeier, Karl, Abend. Kommen wir noch zum Ende? Ja. Mad Moon, Matt, guten Abend. Grüß dich. Was geht? Guten Abend. Seine Stimme hat sich irgendwie verändert. Das ist die Daddy, die böse Daddy-Stimme. Hahaha. Warte mal. Was ist hier passiert? Ja. Ja, das ist der Effekt. Ich renne immer mit so einem Mischpult um mich herum. Wirkt bedrohlicher, wenn ich den Satz so mit anfange. Was ist hier los, Jungs? Frey Golo, guten Abend. Anni, moin, grüß dich. Queasy, moin, was geht ab? Sunny Theater, nochmal guten Abend. Didi, vielen lieben Dank für 5 verschenkte Abos. Dankeschön. Shichibi, 100 Bits, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke, 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 danke. Wolfinchen, guten Abend. Tams, moin. Gösse, dankeschön für 9 Monate. Captain Pinsel, grüß dich.
Hazeline Ape, danke dir für 3 Monate. Holy shit, danke schön, herzlich willkommen. Fabi, danke schön. Fabi, guten Abend, grüß dich. Edda, was geht ab? Wo ist dein Abo, Edda? Gib mir dein Abo. Nein. Fedi, was geht? Dankeschön für 11 Monate. Insgesamt 12. Dankeschön, danke, danke, danke. Nappi, 50 Bits. Und Miss Bloody Valentine, vielen lieben Dank für. Es wird mir nicht angezeigt, Chatbot. Hier ist kaputt noch. 1, 2, 3, 4, 5, 666 Bits. Na klar, natürlich. Ja, dankeschön, vielen lieben Dank. Sein Spinner, guten Abend, grüß dich. Franzi, was geht? Snake, guten Abend und danke für 10 Monate. Barefoot Witch, dankeschön für 5 Monate. Vielen lieben Dank und guten Abend. Grüß dich. Sir Simon, vielen lieben Dank für 500 Bits. Dankeschön. Danke, danke, danke. Holy shit. Tams, auch nochmal 4 Monate. Dankeschön für 4 Monate. Dankeschön für deine Glückwünsche. Danke, danke. Die Nummer 42, guten Abend. Dame Patrick, guten Abend. Poesie der Stille, grüß dich. Frank, guten Abend. Holy moly. Salty Sandra, guten Abend. Vielen lieben Dank für eure Glückwünsche, Leute. Dankeschön. Danke, danke, danke. Leider ohne Cam heute. Leider ohne Cam. Ich habe es gerade in der Schnelle nicht mehr geschafft. Wir mussten gerade hardcore-mäßig die Kinder nochmal zum Schlafen bringen. Holy shit, war das eine Arbeit. Die ganzen Tage lief es echt gut, weshalb Edda und ich gestern gesagt haben, komm, wir versuchen mal, wie es ist, wenn der Stream läuft. Huch, ich habe irgendwas anderes gedrückt. So, wir gucken mal, was passiert, wenn der Stream läuft. Ne, das sollte ja eigentlich jetzt klappen. Ja, ne? Ausgerechnet an dem Tag selber, ne? Bauchschmerzen ohne Ende. Holy moly. Nappy, danke für 100 Bits. Vielen lieben Dank. Und Bad Food, 5 verschenkte Abos. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ein leichtes Opfer. Destroyer, guten Abend. Grüß dich. Hi, hi, hi. Guten Abend an alle. Und vielen lieben Dank für eure Glückwünsche. Dankeschön. Heute ohne Cam ist da jemand müde. Frag nicht, ey. Frag deine. Oh. Warte mal. Gruselige Musik erstmal. Es ist bereits 10 Tage her, wo die kleinen Engel auf der Welt sind. Auf die Welt gekommen sind. Und es fühlt sich an, als wären Jahre vergangen. Ein Leicht. Gasse, danke für dein Geschenke-Abo an Edda. Dankeschön. Frank, vielen lieben Dank für dein Abo. Dankeschön, Leute. Danke, 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 danke. Ich war da nur 10 Tage weg. Großer Schatten, guten Abend. Jokey Mokey, grüß dich. Ey, es war wirklich eine sehr, sehr emotionale Achterbahnfahrt die letzten 10 Tage. Ich war natürlich ab und zu IC, ihr habt mich, ich glaube 2-3 Mal, ihr habt mich da ab und zu mal gesehen irgendwo. Hab natürlich geguckt, dass wir die Stränge am Laufen halten und mit den Jungs, dass sie jemanden haben zum Sprechen, teilweise. Ich habe hier eine Babycam. Ich sehe gerade alles, was da passiert. Deshalb gucke ich gerade. Einer schreit schon wieder. Edda nimmt ihn gerade raus. Alles im Griff. Ja, wir gucken. Heute ist quasi der Test. Wir gucken mal, wie das alles klappt. Das klappt. Guten Abend, grüß dich. Preceptor, danke dir für 4 Monate. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, es kann sein, dass ich zu laut bin. Ich muss leise sein. Das ist heute der leise Napier. Wir spielen heute den Napier mit Halsschmerzen. Ja, guten Abend. Ja, Mr. Vukovic. Reden Sie ruhig. Ich werde ein bisschen leiser reden. Ich habe Halsschmerzen. Ja, das ist der neue Napier. Der hat nämlich sich immer viel zu viel aufgeregt und deswegen sind deine Stimmbänder kaputt. Und deswegen ist er immer der ganz leise. Jetzt bist du offiziell der Papa Patrick, ja. Oder auch ganz fix abgekürzt der Papa. Oh
Gott, Daddy Witze. Ratezahn, danke dir für dein Abo, dankeschön. Ah, Leute, ihr habt es ja mitbekommen. Es war eine mega emotionale Woche. Ja, muss man auch noch erstmal richtig sacken lassen, alles. Tatsächlich. Fing ja vom Mittwoch auf Donnerstag an. Ohne das jetzt großartig zu thematisieren. Ich halte das jetzt mal so kurz, wie es geht. Desmo, danke dir für 5 Monate. Dankeschön. Ne, ja, ich hatte es ja kurz gepostet. Ich habe ja einen Tag früher aufgehört zu streamen, weil mein Vater hatte einen Herzinfarkt gehabt. Mitten in der Nacht, da bin ich dann hin. Das hat, also einen Tag bevor die Kinder zur Welt kommen sollten, ist ihm das passiert. Es kam sehr unerwartet, weil er eigentlich nicht so den ungesunden Lebensstil hat. Klar, auf der Arbeit sehr viel Stress und so, deshalb hat man das immer mal wieder gesagt, irgendwann wirst du einen Herzinfarkt haben. Ja, das ist jetzt natürlich passiert. Auf dem Weg ins Krankenhaus musste er dann reanimiert werden. Laut Arztbericht 2 Minuten Nulllinie. War mega Schlag ins Gesicht. Mein Vater ist 58. Also ne, etwas, womit man eigentlich nicht so mit rechnet. Ich habe halt auch eine sehr enge Bindung zu meinen Eltern. Gasse, dankeschön für dein Geschenke-Abo, dankeschön. Deshalb war das schon echt heftig, gerade auch einen Tag bevor die OP sein sollte. Oder war. Da wusste man natürlich nicht, wo vorne und hinten ist, weil man eigentlich sich auf was ganz anderes konzentriert hat. Zum Glück, hat das geschafft, ohne Folgenschäden, ist auch schon raus aus dem Krankenhaus. Er hat 2 Stents gesetzt bekommen, hat noch Folgebehandlungen vor sich, es sind noch ein paar Adern zu, glücklicherweise nicht so kritisch wie angenommen. Es stand im Raum, dass er eventuell diese Notgesetz bekommen muss. Das war nicht einfach. Das wäre auch recht gefährlich gewesen, weil das Herz noch sehr geschwächt gewesen ist durch den Herzinfarkt. Aber zum Glück ist es halt nicht so schlimm. Ne? Also er wird Ende des Jahres nochmal ein paar Stents gesetzt bekommen. Und ich denke, dass dann alles gut sein wird. Wieder. Das war Stenz. Ja, Stenz, keine Ahnung. Dodo Yoda, guten Abend, grüß dich. Naja, jedenfalls war das richtig heftig. Ich hatte halt auch sehr Angst, dass um meinen Vater und wir hatten erst überlegt, ob wir den Kaiserschnitt verschieben. Aber mein Vater wollte, dass die kommen, weil das war halt auch eine Sache, wo er vorher nervös war. Ja, er hat sich natürlich auch Sorgen um die Kleinen gemacht halt, weil das auch alles gut geht und so. Mein Vater, ihr könnt euch vorstellen, mein Vater ist so wie ich. Also ich bin wie mein Vater. So, ne? Ich bin sehr, also wir sind uns sehr ähnlich, wirklich sehr, sehr ähnlich. Vielleicht ist mein Vater ein noch herzensguterer Mensch. So, wirklich einer der hilfsbereitesten und sozial stärksten Menschen, die ich kenne. Ist immer jemand, von dem ich, wo ich nur versuchen kann, dem gerecht zu werden halt. Ne? Mit 19 einen Herzinfarkt während der Fortbildung über Herzinfarkte, das ist verrückt. Das ist wirklich ein sehr verrückter Zufall. Jedenfalls geht es ihm gut. Er hat auch schon seine Enkel sehen können, jetzt schon 2-3 Mal. Und das ist die Hauptsache, das hat uns gefreut. Einen Tag später war die OP. Mit den Kindern.
Man muss sagen, ein wirklich überkrasses Erlebnis, ein wirklich sehr krasses Erlebnis. Wir haben sehr lange warten müssen. Also der Termin war um 9:30 morgens, aber es kamen zwei Notkaiserschnitte rein. Dodo Yoda, danke für dein Abo. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Es kamen zwei Notkaiserschnitte rein, weshalb wir warten mussten. Und dann sind wir dann um 2:30 ungefähr rangekommen. Und dann ging es eigentlich wirklich sehr schnell. 6,5 Stunden. Ja, ja, es war mega lange, mussten wir warten wegen diesen Notkaiserschnitten. Waren deshalb sehr genervt, weil wir ja, also wir, ich habe mitgelitten. Dankeschön für die Genesungswünsche an meinen Vater. Dankeschön, Leute. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich erzähle jetzt mal so ein bisschen, was so die letzten Tage passiert ist, bevor wir ins RP gehen. Und zwar, waren es so 2:30. Wir haben 6,5 Stunden gewartet. Elderdorf musste ja nüchtern sein. Dementsprechend habe ich dann auch nicht viel gegessen. Ich habe zwischendurch was gegessen, aber naja. Hat sie sich freiwillig für den Kaiser, hat sie freiwillig gemacht. Dadurch, dass es Zwillinge sind, ist das Risiko sehr hoch bei Zwillingen. Es gibt ein hohes Risiko bei der normalen Geburt und das wollten wir umgehen. Die lagen zwar perfekt für eine normale Geburt, aber du hast immer einen sehr kleinen Zeitraum, wenn das eine Kind draußen ist, das andere rauszuholen. Und ja, den Stress wollten wir uns jetzt vermeiden. Jedenfalls der Kaiserschnitt, als wir dann dran waren, er wurde reingefahren für die Spritze in den Rücken und ich musste dann halt kurz warten, wurde dann dazu gerufen und da waren die schon. Da waren die schon dran. Was ist mit Ella? Ella sagt nur M. Da waren die auch schon dran gewesen. Weil der Kaiser wurde eingeflogen und den Schnitt zu verführen. Wilhelm, so. Nein. Danke, Benson. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, jedenfalls hat das ungefähr 5 Minuten gedauert. Es hat 5 Minuten gedauert. Dieser Kaiserschnitt. Also ging mega schnell. So, ich kam rein, die waren schon dran. Ich war bei Ella dran und dann kam schon der erste raus. Und es war unglaublich, Mann. Es sind zum Glück keine Schreikinder, ne? Sie sind mega entspannt. Die kamen raus und haben die so ein kleines süßes. Kann man gar nicht nachmachen, so haben die gemacht. Und dann haben die auch schon aufgehört. Wenn du die ganze Zeit M sagst. Echt? Hör auf damit! Sonst achte ich selber da drauf. Das macht mich dann kirre. Jedenfalls, haben die dann so. Jetzt kann ich nicht mehr reden, Mann. Jetzt kann ich nicht mehr reden. Jedenfalls, der erste, der rauskam, war dann halt Milan. So haben wir ihn genannt. Der kam dann zu Edda kurz. Und da wurde er den Kopf gehalten, dann kam er zum Waschen raus. Und als nächstes kam dann Nael raus, so haben wir sie genannt. Sie haben auch noch Zweit- und Drittnamen. Wir haben sie nach, sie haben noch die Namen unserer Väter und Milan hat noch den Namen von meinem Großvater. So ist es jetzt Milan Ralf Friedrich und Nael Jordan. Ja, so heißen die beiden. Richtig coole Namen, wirklich. Richtig coole Namen. Und haben die bei euch auch Fußabdrücke der Kinder genommen? Ja, haben die. Ja, das haben wir auch. So ein paar Kleinigkeiten kann ich euch mal zeigen, wenn die Cam dran ist. Das kann ich euch zeigen, das ist kein Problem. Kinder halten wir natürlich aus Social Media raus, zumindest von den Gesichtern her, ne? Und halt auch weitestgehend so ein paar coole Bilder kann man posten wir wahrscheinlich. Aber wir wollen eigentlich die nicht so ins Internet halten. Michael Jackson mit Tuch im Kopf.
Junge und Mädel? Nee, zwei Jungs. Zwei Jungs. Naja, jedenfalls sind die unglaublich süß. Sie sind ungefähr, sie hatten ein Gewicht von 2700 Gramm und hatten eine Größe von ungefähr 46 Zentimeter. Das ist wirklich sehr klein. Ne? Die müssen auch aktuell auf ihr Geburtsgewicht kommen. Das heißt, die müssen viel essen. Und unglaublich klein, zierlich und süß. Mega lustig, die Zeit mit denen zu vollbringen. Wir haben auch sehr viel Erfahrung schon sammeln müssen mit den beiden. Ne? Wo, glaube ich, alle Eltern mal durch müssen. Die erste Nacht, wo die hier zu Hause waren. Also ich kann auch mal kurz, da war ja 3 Tage im Krankenhaus. Sie hat ja den Kaiserschnitt gehabt, deshalb musste sie sich viel auskurieren. Ich habe dann viel Zeit auch mit den Schwestern verbracht, habe mir viel zeigen lassen von den Hebammen, viel erklären lassen. Da hatte ich schon sehr viel Angst um die. Ich habe wirklich unfassbar viel Angst um die, dass die sich irgendwas übers Gesicht ziehen, wenn die schlafen oder sonst was, ne? Ja, keine Ahnung, ey. Ich mache mir echt viel Panik. Ich gucke so viel. Ich sitze manchmal wie so ein Bernardiner oder sowas, sitze ich vor dem Bett und guck einfach nur, wie sie da sitzen, wie sie da liegen und schlafen einfach, weil sie einfach so klein und zerbrechlich sind und ich unglaublich viel Angst um die beiden habe, dass ihnen was passieren könnte. Und immer wenn ich sie ansehe, habe ich so viel Angst vor allem, was irgendwie kommen könnte noch für die Zukunft. Und ja, keine Ahnung, ne, dann hast du noch das Problem, dass jeder dir andere Tipps gibt, ne. Du weißt nie, was wirklich gut ist. Du liest dir tausende Sachen rein. Der eine sagt so, der andere so. Wirklich schwierig. Es ist wirklich unfassbar schwierig. Lupina, danke für 5 Monate. Dankeschön. Na, und jedenfalls erste Nacht, da hatten die Bauchschmerzen. Oh, Leute. Weil die Pränahrung noch bekommen haben, weil die so klein waren, ne? Und er dann nicht sofort stillen konnte, haben die Pränahrung noch bekommen. Und wir haben die falsche gekauft. Also wir haben 2 gekauft, einmal für Allergiker und einmal eine normale Pränahrung. Und die normale ist mit viel Kuhmilchanteilen und das haben die gar nicht vertragen, ey. Die hatten so Bauchschmerzen. Erste Nacht zu Hause, 0 bis 7 Uhr. 0 bis 7 Uhr morgens haben die geschrien und du wusstest nicht, was los ist. Ne? Du hast es nicht verstanden. Dann hast du ihnen weiter Essen gegeben, hast es schlimmer gemacht. Die Windel wollten die irgendwann nicht mehr gewechselt haben. Oh Gott, ey. Dann habe ich irgendwann meine Mutter angerufen. Die musste dann kommen. Dann hat sie die Kinder innerhalb von 10 Minuten beruhigt. Und Ella und ich waren so froh einfach. Wir dachten uns so, boah, Gott sei Dank. Ja, mittlerweile haben wir viel Routine drin. Ich muss auch sagen, ich war sehr selbstsicher, was die Kinder anging. Bis zu dem Moment, wo im Krankenhaus Nael sich verschluckt hat und so gewürgt hatte. Und ich nicht wusste, was ich tun sollte. Dann kam die Hebamme und hat mir den schnell aus der Hand genommen und gedreht und dem auf den Rücken geklopft halt, ne? Und ja, ich hatte den natürlich mega Schock einfach. Ja. Ich sehe es gerade, Ella legt gerade Nael wieder schlafen. Das ist wie Big Brother, was ich hier habe, ne? Ich sehe die ganze Zeit, was hier abgeht. Ziemlich lustig. Das sind Lebenserfahrungswerte, die einfach Gold wert sind. Aber so schön. Es ist unfassbar cool. Ne? Die kleinen Kinder auf meinem Arm, so, sie gucken mich so oft an und sie haben so lustige Blicke drauf. Manchmal sehen sie aus wie alte Babys. Ich schwör's euch, Leute, Babys sehen aus wie alte Männer. Sie sehen aus wie alte Männer, die einfach nur kritisch und Nörgler sind, so, ne? Ich nenne die beiden auch immer Monsieur und sieze sie immer. Ich sieze sie immer und nenne sie Monsieur. Das finde ich, finde es unglaublich lustig. Ich tue immer so, als wären die gerade in einer Wellness-Oase und ich wäre ihr Bediensteter. So. Nicht Mister, nee, ich geh mal, ich weiß nicht, ich hab sie angeguckt und es waren für mich Monsieurs. Ich geh mal, Monsieur, wie kann ich Ihnen weiterhelfen?
Möchten Sie heute was von der guten Milch haben? Wir hätten da etwas länger schon auf Lager. Seit ungefähr einem Tag gereift im Kühlschrank. Frisch gezapft. Es ist unglaublich lustig. Und dann trinken. Dafür riechen sie viel besser als alte Männer. Gonga! Oh, danke schön für 9 Monate. Und an Laras, danke dir auch für 5 Monate. Dankeschön. Unglaublich lustig. Naja. Und wir hatten schon sehr viele Momente. So, mittlerweile weiß ich, was ich tun muss, wenn die Bauchschmerzen haben. Und sie legen sich dann zu mir und sie liegen dann bei mir und dann gucken sie mir so in die Augen und sagen dann so, irgendwie so, hilf mir, Papa. So, und dann sind sie auch froh, wenn ich ihnen helfen kann halt. Wirklich sehr cool. Edda meinte, ich soll Physiotherapeut für Babys werden. Also, weil ich immer so Bauchmassagen mache, damit die pupsen können. Oisto, dankeschön, vielen lieben Dank. Danke. Dankeschön. Ja, super süße Babys. Naja. Es wird schon alles besser. Naja, also wir grooven uns jetzt langsam ein. Um jetzt auf den Stream mal zurückzukommen, weil wir gehen jetzt ins RP. Gamly, danke dir für 2 Monate. Dankeschön. Um mal kurz drauf auf den Stream einzugehen. Jetzt in der Anfangszeit könnt ihr euch natürlich vorstellen, wir machen natürlich nicht 5 bis 6 Mal die Woche. Wir grooven uns langsam rein. Ich peile jetzt mal den nächsten Stream am Mittwoch ein. Wir haben heute Montag, ne? Genau, ne? Ich peile mal Mittwoch ein. Und dann machen wir das so in alle 2 Tage Rhythmus. Ne? Also Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag vielleicht. Gucken wir mal. Wir gucken mal, wie das so klappt. So langsam. Und dann schauen wir mal, wie die Kinder uns brauchen. Ist er da gerade hier? Das sieht so unfassbar lustig aus. Wenn ich das Kinder... Ey, schade, dass ich euch das nicht zeigen kann, ne? Aber wenn ich das Kinderbett mir angucke, ne? Er hat Nael hingelegt. Nael ist aber noch wach. Und es ist Nachtsicht gerade drin, ne? Und es sieht aus wie so ein kleiner Krimineller. Weil Nael ist wirklich der typische kleine Bruder, der die ganze Zeit den Milan... So, der Milan ist so der ruhigere. Oder, naja, er ist so verhältnismäßig der ruhigere, ne? Aber Nael will immer die... Ich glaube, Nael will die Aufmerksamkeit immer haben. Es wird darauf hinauslaufen, glaube ich. Mackayzy, vielen lieben Dank für 5 verschenkte Abos. Dankeschön. Danke euch. Leute, trotzdem nochmal. Danke, dass ihr alle hier seid, wirklich. Wollte ich auch mal kurz loswerden, nach 10 Tagen und nach allem, was passiert ist. Danke, dass ihr hier seid. Vielen lieben Dank für euren Support. Dankeschön. Wirklich, vielen lieben Dank. Erst jetzt weiß ich, was diese Kinder an Windeln produzieren. Es ist unfassbar krass. Wir haben jetzt den Vermieter schon angeschrieben, dass wir eine größere Mülltonne vor der Türe brauchen. So. Aber ich glaube... Wir gucken mal, was so alles IC passiert ist, ne? Ich habe mir jetzt noch nichts reingezogen, großartig. Ich habe nicht viel mitbekommen. Ich bin überaus gespannt. Was ist heute passiert? Ich war heute morgen mal kurz drinne. Und wir haben einen Termin beim Esti. Das weiß ich auch. Hab ich heute auch gesehen. Der wäre jetzt, by the way, lol. So, alles klar. Starten jetzt, Leute. Schön, wieder hier sein zu können. Auf geht's. Intro kommt, Leute.
So. So, Chatbot und alles andere müssen wir noch einstellen, Leute. Guten Abend. Geht es Ihnen gut? Tut mir leid, ich war so in mein Handy vertieft. Moment, ich muss es mir eben fertig machen. Moment. Ja, machen Sie ruhig in Ruhe. Ich werde später nochmal vorbeikommen. Ja. Tut mir leid, ich muss gerade atmen. Keiner da, oder was? Keiner da, oder was? Goldbaum, Flanovic, Flanovic. Guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Vukovic. Wo sind Sie gerade? Ich bin jetzt am Italy mit Mr. Pellegrini. Ja, ausgezeichnet. Ich werde dort jetzt eintreffen. Gut, alles klar, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Komm, wir gucken mal, ob das SD das auch verschieben kann. Ich werde es auch per E-Mail machen. Oh Mann, Alter, wie ist denn... SD ist 9... 1... 2? Nee. Ach, scheiße, ich rufe die an. Soll mir das sagen. PD-Notruf. Warnamen, danke für dein Abo, dankeschön. Ja, das PD-Notruf, Collins hier, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Abend, Miss Collins. Sag, Mr. Napier, wie kann ich Ihnen helfen? Nun, ich habe eine Frage. Wie ist die Nummer vom SD? Die 910, Sir. 910. Korrekt, Sir. Gut, alles klar. Dann haben Sie vielen Dank. Gerne. Tschüss. Oh, der dreiste Assi, Alter.
Einfach mal den Notruf wählen. Das wäre das PD, die Auskunft einfach. Das hat das Sheriff's Department, wie können wir weiterhelfen? Ja, guten Abend. Ah, einen schönen guten Abend. Ja, ich rufe an, weil ich einen Termin bei Ihnen habe. Und ich würde gerne nachschauen, ja, ob ich den auch irgendwie verschieben könnte. Ich weiß nicht, ob die ST61 das schon versucht hat bei Ihnen. Wir wollten das nämlich auch gern verschieben. Weil der Kollege, der die Akte führt, da nicht zugegen ist aktuell. Ja, können das wir gerne ja machen. Also heute gar nicht, ja. Ja, wahrscheinlich nicht. Wir müssen das wahrscheinlich um ein paar Tage verschieben. Sagen Sie, kann ich auch postalisch Ihnen was zukommen lassen? Eine Aussage eher nicht. Das müssen wir natürlich richtig formell machen, ne? Weil wir müssen sie ja belehren und so weiter. Ne? Ohne Belehrung ist das nicht gültig. Ja. Deswegen müssen sie da schon vor Ort sein. Aber Sie haben mich ja auch schon in der SMS belehrt, oder nicht? Nee, das funktioniert leider so nicht. Wir müssen das direkt vor Ort vor der Aussage machen. Ja, ich verstehe. Gut, alles klar. Ja. Dann werde ich mich, also im besten Fall, Mittwoch oder Freitag? Warten Sie mal, ich schreibe mir das mal ganz kurz auf. Mittwoch oder Freitag. Haben Sie da auch so einen Rahmen, zeitpunktmäßig? Ja, meistens so gegen 21 Uhr. Aber am besten aufwärts, meistens 22 Uhr. Okay. Ich notiere mir das mal so und wir melden uns dann bei Ihnen. Ich hoffe, der Kollege ist dann morgen wieder da. Dann kann er sich einfach persönlich bei Ihnen melden und Ihnen eine SMS schicken und dann machen wir das schon, ja? Klar. Dann halten wir das noch fest. Dann haben Sie vielen Dank. Ja, kein Problem. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, ja? Ebenfalls. Auf Wiederhören. Bis dahin. Tschüss. Guten Abend. Und das ist er da. Guten Abend. Schön, Sie zu sehen. Wie geht's Ihnen? Nur, man kann sich nicht beklagen. Sehr schön, sehr schön. Ja. Sagen Sie, ist irgendwas passiert, oder? Kommt darauf an, weswegen? Es ist vieles passiert. Nun, ich frage, weil Sie ein wenig kräftiger wirken, Mr. Pellegrini. Na, Fitnessstudio, ein paar Leute zerhacken, Haare wachsen lassen. Ja. Gesamtpaket würde ich behaupten. Ja, macht auf jeden Fall was her. Beeindruckend. Grazie. Die haben bestimmt auch einiges ordentlich erledigen können oben. Feltin, danke für 666 Bits, danke schön. Oder waren Sie geschäftlich noch unterwegs? Nun, ich habe auch ein paar Sachen erledigt, ja. Aber wir sollten erstmal hochgehen. Sie, was natürlich. Ist denn mit Mr. Malone? Hat er gerade zu tun, oder? Er müsste aktuell auf den Örtlichkeiten sein. Ja, er fährt gerade rüber. Ja, ich wollte gerade fragen, ist er nicht gerade in das Auto da eingestiegen? Mhm. Und Farkas hockt sich gleich rein, glaube ich. Ich verstehe. Dann lassen Sie uns nach hinten gehen am besten. Ja. Farkas? Alter. Cooler Style irgendwie von Pelle. Aber irgendwie will ich diesen jungen lieben Pelle zurückhaben. Der hier sieht schon so böse aus. Aber ich muss sagen, diese Frisur, die Pelle hat, die finde ich unglaublich cool. Moment, der wurde direkt am Automaten ausgeraubt? Dunkelhäutige oder weißhäutige? Oh, das kann doch nicht sein. Sagt Bescheid, dann kommen wir rüber und tun denen die Köpfe abhacken, diese blöden Wichser. Jetzt schon wieder alles passiert. Klar, sagt Bescheid, ja? Perfekt. Ciao, ciao. Malone wurde gegenüber vom Italy am Automaten ausgeraubt. Jetzt gerade? Sie? Von zwei Herrschaften in einem Fahrzeug, anscheinend dunkelhäutig, sind Richtung Sauveles gefahren und die sind gerade hinterher am Suchen, ob die Leute sehen.
Kann man sich nicht ausdenken. Haben Sie Lust, ein paar Leute zu jagen, Signore Napier? Oder sollen wir auf den Anruf von Farkas warten, ob die Herrschaften haben? Was war das für ein Fahrzeug, sagten Sie? Ein schwarzes Fahrzeug, zwei Türen, mehr weiß ich nicht. Nun, bekommen Sie es hin, mich auf den neuesten Stand während der Fahrt zu bringen? Vlado, ich glaube, du weißt da ein bisschen mehr, oder? Das Wichtigste zumindest. Ja, schon, ja. Ja, weil ich halt die letzten Tage. Ja, okay, dann. Gut, alles klar. Ach so, es kann sein, dass wir gegen 11 Uhr etwas Wichtiges tun müssen. Das heißt, Krawatten wären auf jeden Fall gut, wenn sie welche hätten. Und ein Messer. Alles klar. Hat jemand von Ihnen ein Messer? Ich habe eins dabei. Ja, ich auch. 11 Uhr, sagten sie. Okay. Kann es sein, dass ich bis dahin schon im Apartment bin, Signor Napier? Fahren wir mit dem hier, ja? Okay. Fährst du, Vlado, oder hast du keinen Führerschein? Du hast keinen Führerschein, oder? Naja. Ja, bei mir ging man geh nicht. Gut. Also, gestern kam es zu einer Klärung mit dem Lost im See. Die Herrschaften vom Lost im See in Abwesenheit von Mr. Crimson waren am Italy. Es waren zwei Herren und zwei Damen, die das Gespräch gesucht hatten mit uns. Dann wie viele suchten das Gespräch? Zwei Herren und zwei Damen. Okay. Ja, okay. Jedenfalls, sie wollten das unbedingt mit Worten klären und dann waren sie schon da und haben uns mehrfach darum gebeten, ob man darüber jetzt mal sprechen konnte. Dann wurde sich dazu entschieden, in Anwesenheit von allen Leuten, dass wir uns mal anzuhören haben, was die Herrschaften zu sagen haben. Hä, wo fahren wir denn jetzt hin? Im Grunde haben die erstmal größtenteils verneint, dass sie in irgendwelchen Geschäften von uns wären oder sich je über uns schlau gemacht hätten und wir haben aber doch darauf beharrt und wir wissen ja schließlich, wovon wir sprechen und brauchen uns da von denen nicht verarschen zu lassen. Da kurz gefasst haben wir denen dann eine Möglichkeit gegeben, sich in einer respektvollen Art irgendwie zu entschuldigen. Sollten sich da was überlegen. Und Mr. Perez, der dort vor Ort gesprochen hat im Namen des Lost MCs, sprach davon, dass man das in seiner Welt Fahrzeug nicht mit Finanz. Schwarzer Tulip, alles klar. Gut, wir sind auch unterwegs, ja, wir gucken. Ja, dieser Mr. Perez sprach davon, alles dass man das in seiner Welt nicht mit Geld klärt, sondern mit Blut. Hä? Daraufhin haben wir den Herrn mitgenommen in ein stilles Örtchen und getan, was getan werden musste. Ivo hat zudem erwähnt, dass dieser Perez ein vergangener Geist von Fratelli ist. Wenn sie damit was anfangen können. Das stimmt, ja. Wälder Nähe Köln, ui. Also, gestern war der Lost MC da. Und er kam mit zwei Frauen und zwei Männern. Und einer davon war ein Mr. Perez, der mit den Fratelli seine Vergangenheit hatte. Und er wollte was mit Blut klären.
So richtig. Ja, das war jetzt die kürzeste Fassung, die sie wahrscheinlich, glaube ich, auf Lager hatten. Kann das sein? Ja, er sprach davon, dass er... Also grundsätzlich haben wir uns sehr viel im Kreis gedreht. Er sagte halt immer, dass nein, es wurde sich nie irgendwie schlau gemacht über uns und diese ganzen Thematiken. Wir haben darauf bestanden und haben uns dann... Er wollte das Ganze jetzt hier klären oder hat gesagt, lassen wir das jetzt in einem Krieg ausbrechen? Ist das in unserem Interessen oder was stellen wir uns da vor? Er ist jetzt hier zum Reden, wie schaut es jetzt aus? Das hat er mehrfach betont und tatsächlich ist da jetzt nicht arg viel mehr passiert in dem Moment. Wir haben ihm dann gesagt, dass mit Mr. Crimson da anscheinend ja nicht allzu viel anzufangen ist, Entschuldigung. Er hat gesagt, dass mit Mr. Crimson aktuell nicht allzu viel anzufangen ist, da er seit ein oder zwei Wochen nicht erreichbar ist, weshalb dieser Mr. Paris gerade für ihn vorspricht. Wir hätten uns besser reinsetzen sollen, Alter. War noch die Information, die ich jetzt vergessen hatte. Wie gesagt, dann hatten wir ihm angeboten... Warum fahren wir hier rum und nicht durch Weinwald? Die sind in Richtung Süden gefahren. Ein schwarzer Tulip. Also, Vespucci jetzt nichts gesehen. Jetzt lass uns mal nach Weinwood fahren. Farkas soll mal seine Kontakte sprechen lassen, ob sie irgendjemanden kennen, der dort oben in Weinwood rumgewildert hat. Ja, das macht er gerade beim mit seinen Leuten da unten. Gut, okay, da müssen wir jetzt hier nicht den ganzen Kreis fahren und können uns wahrscheinlich ein wenig besser über das Ganze unterhalten. Mhm. Waren Sie bei dem Termin mit dem Taco gewesen, Mr. Vukovic? Ja, war ich. Ich konnte das klären, alles soweit. Hä? Und bin jetzt offiziell Co-CEO mit allen Zugängen zur LSR. Ah. Ach, perfekt. Also, was haben die zu dem Consulting-Vertrag gesagt? Alles soweitgehend okay, ja. Alles soweit in Ordnung, ja. War halt ein bisschen, also gut, dass ich bei den Gesprächen dabei war, die wir dort geführt hatten. Da war dieser Mr. Ja, einen Moment kurz. Ja, wie auch immer. Ja. Ja, guten Abend, Mr. Nadir. Ja, guten Abend, Mr. Polanski. Sie hat mich angerufen. Ja, richtig. Ich bräuchte mal ein Gespräch mit Ihnen. Ja, das können Sie gerne gleich haben. Ich habe gerade noch einen Termin und dann würde ich mich bei Ihnen melden. Passt das bei Ihnen zeitlich so? Ja, können wir so machen. Ja, ausgezeichnet. Okay, dann bis später. Ja, bis später. Also, die haben den Vertrag akzeptiert, sagten sie, ja. Ganz genau, ja. Mr. Merker war vor Ort und mit dem hatte ich mich kurz geschlossen. Dann standen die Herren vom Taco um die Ecke. Dann gab es ein kurzes Briefing und ich habe dann auch, weil die haben schon so ein bisschen sich komisch gestellt, dann habe ich gesagt, naja, soll jetzt hier mit LSR gar nichts passieren und nichts vorangehen. Mr. Hill war ja zu dem Zeitpunkt auch zwei Wochen nicht erreichbar. Und dann haben die gesagt, nein, wir klären das schon, wir machen das, ist kein Problem. Dann haben sie sich kurz beraten und 5 Minuten später haben sie gesagt, gut, alles klar, wir tragen sie als Co-CEO ein. Und eine schnelle Nummer tatsächlich. Ja, perfekt. Wurden Sie denn weitestgehend schon eingearbeitet oder haben Sie Mr. Hill noch nicht erreichen können? Ja, ich habe ihn vor 2 Tagen erreichen können. Dementsprechend ist das, ich bin jetzt auch gerade erst aus der Wohnung gekommen. Das ist bis jetzt noch nicht passiert, aber auch dahingehend gibt es ein paar interessante Neuigkeiten. Mr. Hill war 2 Wochen im Urlaub, ja. Und in der Zeit... irgendwie anscheinend nichts, wie Sie ja wissen, bei LSR nach vorne gegangen. Alle Firmen haben ja auf ihre Ware und alles Weitere gewartet. Unglücklicherweise hatte LSR viele fähige Mitarbeiter, die es dann stemmen konnten. Anscheinend wussten die nicht, kann ich mir nur vorstellen, dass Mr. Hill weg war und haben halt, die Geschäfte weitergeführt in der Abwesenheit von Mr. Hill. Ja, dieser...
hat mich dann ja, wie gesagt, vor 2 Tagen war das, glaube ich, angerufen und ja, wollte halt nur mal Bescheid geben, quasi, dass er wieder da ist. Also er hatte mich zurückgerufen, er hatte nicht meine Nummer eingespeichert, er hatte mich nur zurückgerufen. Hat dann gesagt, ja, ich bin wieder da und alles. Das Ganze bestätigt, ist okay, ist in Ordnung. Und habe ihm dann natürlich die Information gegeben, dass ich jetzt als Co-CEO eingetragen bin. Und er gab mir nochmal deutlich zu verstehen, dass ihm das ja gar nicht gefällt quasi, dass jemand Außenstehendes mit in diesem Unternehmen jetzt quasi ist. Hä? Hat das vehement quasi abgeschlagen, könnte man sagen. Hat strikt dagegen geredet. Weil sie sich noch erinnern, vor, naja, gut einem Monat im Varieté unten, da war ja derselbe Vorfall. Da sprach er ja davon, dass dieser alte CEO da wie so eine Art Diktator war. Nun, normalerweise ist es ja so, dass wenn ich jetzt ein Unternehmen öffne, bin ich ja froh, dass da irgendwie eine kompetente und helfende Hand an meiner Seite ist. Aber ja, überraschenderweise hat ihm das gar nicht so gefallen und gepasst. Ja, ich verstehe. Naja, arbeiten Sie erstmal mit ihm zusammen und schauen mal, was dabei rumkommt. Sie kennen das ja. Egal, wo man ist, den Respekt muss man sich verdienen. Aber grundsätzlich hat er nicht allzu viel zu kamellen. Wenn er Probleme macht, dann legen wir ihn um. Übrigens hat Fatkosch gerade angerufen. Er hat gemeint, wir sollten mal zum Barbershop kommen und gemeinsam nach zum Rancho fahren, weil es anscheinend diese Leute gewesen sind. Und da wollte ich Sie jetzt fragen, Senior Napier, ob Sie... Hä? Ich fahre da jetzt nicht nach Rancho? Was soll ich mich das machen? Vor die Hut stellen da, oder was? Ja, Server-Neustart. Triffst du dort aber auf Pacino. Es war Pacino gewesen mit seiner neuen Gang. Er sitzt dort in der Hood in so einem Sessel und dann ganz schön viele Schuppen, der Napier. Was? So. Wir hören das Lied. Kurze Pinkelpause. Gleich wieder da.
So. Da bin ich wieder, Leute. Auf geht's. Ich hoffe, es läuft. Ich musste gerade bei dem kleinen Mann vorbei. Der hatte Hunger. Und danach brauchte er eine Bauchmassage. Erstmal 20 Minuten weg. War ich 20 Minuten weg? Lügt doch nicht. Wie schnell die Zeit vergeht, ne? Kann er gar nicht. 20 Minuten, Leute. Wir haben 20 vor 11 erst. So. Die anderen sind schon aufgegangen. Hast du gewonnen mit dem Baby? Hat dir gewettet? Staffi, vielen lieben Dank für 3 Monate. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ja, und was wollen Sie jetzt in Rancho machen? Fehlinformation. Vater hat nochmal angerufen. Der Meller wurde angesprochen mit Puto und Fahrzeug war eben so ein schwarzer Tulip oder dann Vamos und geht eher in Richtung Vespucci del Perro. Jetzt wollte ich Sie fragen, ob wir jetzt uns da mal hinfahren und uns die Straßengangs da mal vorknöpfen und gucken, gemeinsam mit Fatka und Malone, oder ob Sie sagen, der Termin um 23 Uhr ist wichtiger. Haben wir Kontakte unten in Vespucci? Ich meine das jetzt aus nicht. Und du, Flado? Niemand von irgendwelchen Straßengangs oder sowas. Ja, lassen Sie uns erstmal reingehen. Im besten Fall. Mit wem ist denn Mr. Farkas? Mit Mr. Malone, ja. Genau. Soll ich ihn anrufen und sagen, die sollen da erst erstmal nichts machen oder sollen die sich in Vespucci umschauen? Naja, was sollen wir in Vespucci jetzt nach einem schwarzen Tulip suchen? Schwarzer Tulip mit Kennzeichen, mit einem, wir haben nur eine Zahl drauf, also es ist auch nichts Besonderes. Immerhin ein Anhaltspunkt. Was ist denn, vielleicht haben wir da unten ja ein paar Leute, die wir dafür bezahlen können. Ja, mit Sicherheit. Treiben sich bestimmt einige Lolitas Bar rum. Also wenn wir jemanden dafür haben, der bezahlt werden will, dann sollen die Leute uns einfach rausgeliefert werden. Oder ich kann das so weiterleiten. Gibt uns die Informationen für weitere Schritte. Mir ist es egal, wie wir es regeln, aber jetzt da durch die Nacht zu fahren und irgendein Fahrzeug zu suchen, da haben wir Wichtiges zu tun. Soll ich dann falsche Melonen sagen, die können sich bei Lolitas umhören und da mal... Soll ich mal mehr oder weniger deinen Job anbieten in diesem Sinne oder sollen die erst herkommen? Ja, die sollen erstmal herkommen. Ich würde gerne alles in großer Runde besprechen. Alles klar. Immer mit der Ruhe. Anna, danke für 6 Monate. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und Marie, guten Abend, vielen lieben Dank für dein Prime Gaming Abo im 11. Monat, dankeschön, vielen lieben Dank, danke, danke, danke.
Crystal Rose, guten Abend, grüß dich. Ein leichtes Opfer. Schwager Horst, danke für dein Prime Gaming Abo. Dankeschön. Wartet mal, Leute. Mal was ausprobieren. Schwager Horst, danke für 9 Monate, vielen lieben Dank. Und Ossi Jean, vielen lieben Dank auch für dein Abo. Ja, für 2 Monate, dankeschön. Das ist halt immer schwierig, sowas. Ja, also wer wurde jetzt ausgeraubt? Mr. Meller, sagten Sie. Meller, Sie. Ganz genau. Direkt hier oben. Anscheinend vor dem Geldautomaten gegenüber vom Italy. Zumindest in der Nähe. Gut, okay. Also, damit wir nicht kopflos durch irgendwelche Straßen heizen, machen wir uns natürlich ein wenig schlau, wer das gewesen ist. Und dann werden wir ein Exempel statuieren. Anscheinend muss man den Leuten mittlerweile wieder den Kopf bläuen. Das heißt, wir packen einen ein und dann, naja, entweder sie prügeln ihm die halbe Nacht lang seine Knochen zu Brei. Oder sie ziehen ihm irgendwas von seinem Körper ab. Und lassen es ihn fressen. So wie mit den Vitos damals, mit wie ihr das da gehandhabt habt. Der Vukovic war da irgendwie noch mitbeteiligt. Ja, ganz genau. Und was ist denn mit denen? Kann man die nicht dafür beauftragen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Ivo müsste da Kontakte haben zu ein, zwei Leuten von dort. Aber der ist heute, ja. Ich glaube, ihm hat was Falsches gegessen oder so. Ich werde angerufen. Barkas? Okay, alles klar. Ja, kommt. Ich habe ja Melon schon gesagt, dass ihr dann hier ins Hinterzimmer sollt, ja? Ja, yeah, genau. Bis gleich. Okay. Ist das um 23 Uhr ein etwas länger geplantes? Nun, es wurde verschoben erstmal. Wir werden noch ein anderes Gespräch anscheinend führen müssen, Vorfeld. Okay. Also, wer war denn bei der Sache mit dem Lost MC alles dabei? Kann Flado was dazu sagen? Ja, das war Ivo, ich, Akash Malone und Mr. Aiden. Mr. Aiden? Ja, der wurde nicht von mir dazu gerufen. Er war einfach da in dem Moment. Wo war dieses Treffen gewesen? Pff,
zu sagen. Meine Güte, der empfindliche Magen liegt wohl in der Familie dort. Ich denke schon, das stimmt. Sie. Ich war ja die letzten 3 Tage auch in Italien. Ich habe Ihnen da eine SMS ausgeschrieben, dass Sie zumindest Bescheid wussten. Auf bei den anderen. Ich bin heute Morgen angekommen und die Kurzfassung, ich hatte 2 unerwünschte Verfolger. Und das, was ich vorhin gesagt habe, mit ein paar Leute zerhacken, das war auch wirklich so. Ich habe die 2 in eine Falle gelockt, erschossen, zerhackt und vergraben neben dem Puente Blanca, dieses Anwesen, überhalb von Vinewood. Die anderen wissen Bescheid. Ivo und Felice haben mir geholfen, die Kisten voll mit den Körperteilen rüber zu transportieren und neben einen Baum reinzustecken. Also, ein kleines Grab. Ich war geschäftlich in Italien. Mit meinem Onkel Giovanni musste ich da ein bisschen was klären. Wegen der Olivenbaumplantage, weil es sich da ein paar Leute sich darüber hinweg machen wollten und wollten im Prinzip den ältesten Sohn meines Vaters, was eben ich bin, zur Strecke bringen, sozusagen. Mein Onkel kümmert sich um die anderen Sachen in Italien, um die anderen Leute und ich habe mich um die gekümmert, die mich bisher verfolgt haben. Warten Sie mal. Die aus Italien schleppen ihre Scheiße hierher zu uns, ja. Inwiefern meinen Sie das? Also, sie wurden von welchen beauftragt? Ich wurde von 2 Leuten verfolgt. Die beauftragt wurden aus Italien, ja. Das waren die, die Finger in die Olivenbaumplantagen haben wollten, genau. Weil die ist da unten einiges wert und da mein Vater eben nicht mehr da ist, der das Ganze jahrzehntelang geführt hat, haben die gedacht, die könnten die Chance ergreifen. Aber das haben die falsch gedacht, diese Coglioni. Und mein Onkel hat sich herausgestellt, wissen Sie noch das Gespräch, was ich geführt habe? Dass er Bademeister ist und Fahrzeuge besitzt und ein schönes Haus und so weiter. Es hat sich herausgestellt, dass er ähnlichen Geschäfte nachgeht, wie wir hier. Und dass er zu mir gesagt hat, Angelo, ich habe den Rücken, kümmere dich um deine Sache in Amerika, ich kümmere mich hier um Italien. Die anderen wissen auch alle Bescheid. Ja, guten Abend. Nun ja, dennoch sind Dinge zu respektieren, das heißt also, ich werde mal schauen, ob wir jemanden kontaktiert bekommen. Aus der Familie von Mr. Pacino. Conte hat mir tatsächlich da auch in einem Abend mitgesessen am Tisch und hat mir da ein bisschen hier und da Ratschläge gegeben diesbezüglich. Ja, wirklich? Der dicke Italiener da, oder? Sie. Er ist noch dicker geworden als zuvor. Er schlägt sich den Wanz fort und trinkt Wein bis zum Umfallen. Zusammen mit Pacino. Ach, wirklich? Aber sein Humor hat er immer noch behalten. Nun, mal schauen, wie lange noch. Ich war immer überlegen, ob Mr. Pacino ihn dort über den Weg laufen wird. Ja, eine Frage der Zeit, würde ich behaupten. Gut, alles klar. Jetzt, wo wir komplett sind, dann lassen Sie uns hinsetzen. Erst einmal, wie geht es Ihnen, Mr. Farkas? Nun etwas immer noch angesäuert. Oder angesäuert. Ich bin etwas angepisst, aber sonst soweit ganz gut. Danke der Frage nach. Und Ihnen, Mr. Napier? Nun, man kann sich nicht beklagen. Sie meinen bezüglich des Überfalls, oder? Auch. Und jemand, ich mag halt nicht, wenn man Geschäfte stört. Das ist halt so ein kleiner Zwiespalt, den ich so im Kopf austrage, aber trotz alledem die Füße, die Rente und vor allem den Abzug ruhig halte. Wer hat Sie denn belästigt bei Ihren Geschäften? Am Freitag hatte ich vor, die Unicorn zu öffnen. Ich meine, wir wissen alle, wie es im Süden abgeht. Wir wissen alle, dass die Leute sich da unten über den Haufen knallen sollen.
interessiert uns nicht. Was ich aber geschäftsschädigend finde. Wenn wir an einem Abend 7, 8, wenn nicht sogar 10.000 Dollar durch die Lappen gehen, der Laden war gut schon vorgebucht. Die ganze Bar Servicekräfte, die interne Security, der DJ sowie die Stylistinnen sind alle ausgefallen, aufgrund, dass ich zwei Gangs entschlossen haben, die Rallye über einen Haufen zu schießen. Wen? Die ist im Süden passiert, deswegen halte ich auch die Füße still. Mach dagegen nichts. Warten Sie mal, wen über den Haufen schießen? Ihre Gäste, oder? Vielleicht meine Angestellten vom Unicorn. Die komplette Bar, Bedienungskräfte, die komplette interne Security, also den DJ vom Unicorn, sowie die Stylist und Stylistinnen. Ach so, weil diese zu einer Gang gehören wahrscheinlich, ja. Nun, mehr oder weniger, ja. Mehr oder weniger. Es gab ein paar, die, sagen wir, keine Gehörigkeit haben, aber die wurden trotzdem mit Leidenschaft gezogen. Ist das im Unicorn passiert? Nein, ich glaube, gute 12 Stunden davor. Und ich hätte an dem Freitag dann 7 Plätze sozusagen austauschen müssen. Das konnte ich in der kurzen Zeit nicht. Und wenn das halt öfters vorkommt, was ich nicht hoffe, muss ich mir Gedanken machen, ob ich die komplette Belegschaft tausche aus. Oder ich bei den Rancho-Jungs und bei Mr. Chase einfach mal auf den Tisch kacke. Wenn es auf Dauer ist und geschäftsschädigend. Zumal die Sache mit die Unicorn und die Wäsche mit die Geld jetzt zeitnah wohl in Planung kommt und das Gespräch dahingehend geführt wird. Wenn mir das Unicorn wird weggenommen, weil ich kann nicht öffnen, dann ist dieses Geschäft mit die Geld auch vom Tisch. Ja, also es wird ihn schon nicht weggenommen werden. Mr. Malone hat Geschäfte mit Mr. Chase, das ist so richtig, ja. Wir waren ab und zu in Kontakt, ja. Gut, okay. Somit ist es ein Geschäftspartner von Ihnen. Das heißt also, das Ganze steht miteinander im Konflikt, ja. Wenn also Mr. Farker ist, Mr. Chase über den Haufen schießt oder ihn umliegt sogar. Also im Grunde genommen ist die Problematik ja, dass wir anscheinend sehr viele vom gleichen Schlag im Unicorn beschäftigt haben. Das ist eine Sache, die muss man mit einkalkulieren. Solange die ihre Scheiße nicht, bei unseren Geschäften machen. Und das ist der springende Punkt, warum ich nichts getan habe. Besteht auch die Möglichkeit, dass sie denen klar machen, dass sie trotzdem zur Arbeit kommen haben. Und wenn die nur mit einem Bein tanzen. Aber damit macht man sich auch oftmals keine Freunde. Das ist korrekt. Aber alles andere, was ich jetzt so getan vorhabe und worüber wir gesprochen haben, Mr. Napier, das geht seinen Weg. Die Sache mit dem Flugschein und Mr. Malone und den Schleusern, das werden wir jetzt auch zeitnah angehen, wenn Mr. Malone ist durch. Da hatten wir auch nochmal ein kurzes Gespräch. Dann bekomme ich die Kontakte bezüglich der illegal in Tuning-Szene, wo man da halt die Wette mit Vukovic aufbauen kann. Ebenfalls, das ist in die Gespräch. Und die Sache, was die Mehrems haben gemacht mit den Kronjuwelen, dahingehend wurde der Kontakt zu den Abnehmern des Schmucks gestern gestellt. Die Gentlemen haben sich getroffen. Die haben die Ware gut sich angeschaut. Und wenn der Deal ist über die Bühne, dann setzen wir uns mit Mr. Marson zusammen und werden prozentual darin beteiligt. Auch das ist ebenfalls über die Bühne gegangen. Ja, gut ausgezeichnet. Des Weiteren habe ich heute noch mal kurz mit dem Mr. Ocho gesprochen. Mr. Ocho, beziehungsweise die Gentlemen von die Übersee, die werden sich noch mal den Lost vorknöpfen. Auf ihre Art und Weise. Damit sie dahingehend schon mal Bescheid wissen. Ja, dazu kommen wir gleich. Die Sache, die gerade eben abgelaufen ist mit Mr. Miller. Nun, das ist ein Problem. Aber naja, wenn hier in der Gegend nichts mehr aufzufinden ist, was soll man die halbe Stadt absuchen? Wir haben ja anscheinend ein paar Indizien und können Leute für uns arbeiten lassen.
Dahingehend denke ich mal, dass wir Kontakte runter nach Vespucci haben, um ein wenig nachzuhorchen, wer das gewesen ist, ja. Ich denke mal, den einen oder anderen können wir dahingehend kontaktieren, ja. Gut, okay. Da gab es auch diese einen da, diese Vitus Locus, ja. Genau, mit Mr. Rajeks, ja. Ja, ganz genau. Was ist denn mit dem? Nun, tatsächlich hat Mr. Vukovic dahingehend wieder öfters Kontakt mit ihm, was ich natürlich auch gut finde, da wir da auch wieder die Informationsquellen in die Vespucci aufbauen können. Ja, sehen Sie mal, ausgezeichnet. Dann horchen wir mal nach bezüglich der Sache und dann können die Herrschaften den uns ja eingepackt servieren. Setzen Sie ruhig eine nette Summe dafür aus. Wird gemacht, Mr. Napier. Und dann spielen wir schön Pinata. Ja, ganz genau. Ich habe es schon den anderen gesagt. Es wird, glaube ich, Zeit, wieder ein Exempel zu statuieren. Diesmal ein wenig, naja. Eindrucksvoller. Nehmen Sie gerne die Brechstange und brechen Sie ihm alle Knochen. Oder ziehen Sie ihm irgendwas von seinem Fuß ab und lassen Sie es ihn fressen. Alternativ bin ich immer noch ein Fan davon, dass wir oben in der Ranch einen Haufen Pferdescheiße holen und das jemanden fressen lassen. Lässt sich kombinieren. Ich stecke die eine Seite von die scheiß Brechstange in die Scheiße und damit verprügle ich ihn. Und danach kann er immer noch Scheiße fressen, wenn er noch imstande ist. Ja. Yeah. Gut, Mr. Malone. Wie schaut es beim Horizon aus? Es bessert sich langsam. Wir haben jetzt wieder eine Bestellung von den Mayhems abgearbeitet. Die nächste steht aber auch schon wieder in den Startlöchern. Ja. Yeah. Wie läuft es mit Mr. Polanski? Soweit gut. Wir haben die Geschäfte, wie schon angekündigt, getrennt voneinander jetzt. Wie auch das Lager und bisher keine Komplikation. Geht alles seine Wege, wie sie gehen sollen. Haben Sie eine Lösung gefunden für die Bestellung bei LSR? Für die Ware, für die Mayhems. Ja, da habe ich mich mit Herrn Hill zusammengesetzt. Er hat mir ein paar Erfahrungen aus der Vergangenheit mitgeteilt und da sind wir haben wir ein Übereinkommen gefunden, wie wir das Ganze lösen. Oh, so viele Zeugen. Gut, okay. Alternativ haben Sie ja bald Mr. Vukovic als Ansprechpartner bei LSR, ja. Ja, genau. Gut, okay. Für alle Anwesenden. Mr. Vukovic ist aufgefallen, dass Mr. Hill, naja, eventuell in der Zukunft ein Problem sein könnte. Wir versuchen es natürlich, geschäftlich und von Mann zu Mann zu regeln. Aber wenn es so sein sollte, dann wird er umgelegt. Damit Sie dahingehend schon mal Bescheid wissen, welche Marschrichtung es gibt. Alternativ können Sie ihm natürlich eine Knarre in den Maul halten und ihm die Wahl geben, sein Leben oder, naja, er räumt den Posten des CEOs und gibt es dann an Mr. Vukovic ab. Holy shit! Kikwat, danke für den Raid, danke schön! Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen, Leute. Und Honking, danke für 5 Monate. Dankeschön. Ja, klingt doch nach einem super tollen Plan. Ich freue mich drauf. Gut, okay. Dann kommen wir zum Lost MC. Es gab gestern ein Treffen mit denen, so wie ich es jetzt rausgehört habe. Mr. Farkas, können Sie das Ganze nochmal wiedergeben, was da passiert ist? Ich war mit Mr. Vuko Junior, also mit Ivo, unterwegs. Dankeschön, Leute, vielen Dank. Wir kamen zurück zu Dieterli und draußen standen die Putin-Wichser. Dann sind wir rein in Sitterli, um einfach etwas zu essen, was zu trinken. Und dann kam eine Dame. Wie heißt die Dame mit den grünen Haare? Die gestern war da. Eine Kellnerin kam auf Mr. Vukovic zu und meinte, dass die Gentleman da draußen, in dem Fall der Lust, liebe Grüße an Mr. Vukovic hat da gelassen und hat ihn einen
Cappuccino oder eine Espresso überreicht, irgendwie sowas. Da habe ich mich mit Mr. Avukovic kurz unterhalten, ob wir die Gespräch suchen oder nicht. Wir haben dahingehend das Gespräch gesucht. Wir haben auch zu dem Zeitpunkt waren nur ich und Vukovic da. Und gleichzeitig abgestimmt, da waren wir auch Übereinstimmung, dass wir ebenfalls Mr. Ocho Bescheid geben, den Schleusern, dass die suchen ja ebenfalls den Lust. Der momentan wohl wieder anzutreffen ist, in dem Fall bei uns vor dem Laden. Dankeschön, Leute. Danke, danke, danke. In dem Gespräch stellte sich dann heraus, und das hat mir absolut nicht gefallen, dass der Lust ist gekommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Deswegen auch der große Mr. Vukovic und die wollten, nennen wir es die Differenz, die bestehend oder bestanden hat, aus dem Weg räumen. Und der nette Herr, ich weiß nicht, ich glaube, Sie kennen ihn, Mr. Perez, ehemaliges Spirelli-Mitglied, war mit Mr. Grimson halbes Jahr, dreiviertel Jahr angeblich in die Kolumbien, ist jetzt wieder da und trägt eine Kutte. Was ein Wertegang. Er sprach offen über Geschäfte, über die Familie, über die Spirellis, über die Pacinos, über Geschäfte, über Waffen. Alles direkt, als wenn ihm das nicht juckt, wie, weiß ich nicht, wie Herpes am Arsch. Vor dem Laden hat er gesprochen. War der erste Punkt, was mir nicht hat gefallen. Mr. Vukovic unterbrach dann, wir sind dann nach oben in die Separé und haben uns oben dann auch mal, ja, abseits von Augen und Ohren unterhalten. Mr. Perez wollte wissen, warum es dann Differenzen gibt. Warum wir Nachrichten haben überbracht, in dem Fall bei den zwei Damen. Dann haben wir ihn aufgeklärt. Ich zu meinem Teil, was Mr. Grimson betrifft, an der Sache mit dem Unicorn, wenn Sie sich daran erinnern, vor Monaten. Mit seinem gebrochenen Wort und die Tatsachenverdrehung. Und die andere Sache mit Horizon. Und die Informationen hinterrücks sammeln. Angeblich wusste dahingehend Mr. Perez nichts, was Mr. Grimson macht. Er hat Mr. Grimson verteidigt, dass Mr. Grimson doch der Präsident sei. Und was er macht, macht er einfach. Und Mr. Grimson, keine Rechenschaft ist abschuldig. Aber da Mr. Grimson seit dem Vorfall mit den Schleusern nicht mehr ist anzutreffen, keiner weiß, wo ist, hat Mr. Perez das Gespräch dahingehend übernommen. Er hat angeboten zwei Wege. Entweder wir klären das Ganze, kommen auf einen grünen Bast, oder, und dieser Unterton hat mir die ganze Zeit nicht gefallen, oder es gibt halt Krieg. Es brennen Autos, es hat den Läden abgefackelt, derben Angestellte, es explodieren Motorräder. Das waren seine Worte. Das Ganze ging so eine halbe Stunde, sag ich mal, hin und her. Er hat versucht, mit Wissen zu prahlen. Und ich konnte fast in die Hände klatschen, würde ich sagen. Ich hatte den Gentleman sogar eine Whisky gegeben. Er wusste genauso viel wie die DTO. In dem Fall gar nichts. Also, Easy Credits, Winterswäsche, das Varieté, so die üblichen, normalen Geschäfte halt. Nach die halbe Stunde haben Mr. Vukovic, Mr. Malone, ich und zurückgezogen zur Beratung, was wir dann machen, wie wir damit umgehen, und sind da einstimmig darauf gekommen, dass er doch ganz mal bitte auf den Knien kann rumrutschen und eine schöne Entschuldigung angeben, so wie es halt da stand. Erst wenn der Lust auf die Boden rutscht rum, wie so eine scheiß Raupe ohne Haare, dann sind wir gesprächsbereit. Das haben wir natürlich auch so Mr. Perez unter die Augen gerieben. Dass wir doch eine angemessene Entschuldigung haben möchten. Mr. Perez stieg auf, gab seine Kutte, wen auch immer der dabei war, und hat die zwei Damen und den anderen Gentleman weggeschickt. Und ab dem Punkt muss ich Mr. Perez leider etwas Respekt zollen. Hätte ich nicht damit gerechnet. Mr. Perez, ich brach das auf die Vergangenheit an, Pacino, Pirellis, und hat gemeint, er kennt das Geschäft, Blut für Blut. Dann sind wir, meine Fresse, dann sind wir hochgefahren in Harmony,
Wir haben so zwei abgefragte Scheunen. Haben uns hinter eine Scheune gestellt mit Mr. Perez. Und ihnen eine 50-50 Chance gegeben. Mr. Vukovic, also Rivo in dem Fall, hat ihn abgestochen und wir haben ihm sein Schicksal überlassen. Ob er überlebt oder nicht. Das war jetzt die grobe Fassung. Wenn ich Details habe, vergessen könnten Melon oder Vukovic noch. Die haben nur gelebt wahrscheinlich. Aber ich denke, das Grobe und Ganze habe ich soweit zusammengefasst. Ich hätte ihn, glaube ich, wirklich umgelegt. Ich glaube auch, ja. Bin also, schon froh, dass ich nicht da und, war. Bevor er es gefallen wie eine Sack, meint er Mr. Wie heißt, Perez, dass er nicht so sein würde wie Grimson. Er würde sein Wort nicht brechen, er hat sein Wort noch nie gebrochen und steht zu dem, was er sagt. Also ich mag Snowball, ne? Es hat jetzt einfach nur, keine Ahnung, ich fühl's nicht von Mafia zu Dings. Das ist ein Verrat. Klingt nach einem Mann der Worte. Ja, ich war auch erstaunt. Ich dachte auch, er kommt. Mit so einem scheiß rostigen Hämorrhoidenschleuder um die Ecke. Hier hast du einen Chopper. Hier habt ihr $5,000. Aber ich weiß, wie die. Es ging, es geht ja nicht, ne, ohne Antrag. Aber ich glaube, ich hätte es einfach getan. Und schickt die anderen weg. Und das in einem Ton, dass die anderen aber noch keine Widerrede gemacht. Blut für Blut. Er hätte es ja trotzdem überleben können. Verdient, Mr. Perez. Ich hätte nicht zerstückelt. Ich habe keinen Respekt für diesen Mann. Was für ein Wort. Das welches so, Wort ja. Soll irgendwie wert sein bei dem, bei einem Mann, der unsere Sache nicht respektiert und verrät. Er ist jetzt beim Lost MC. Für mich ist er nur ein toter Mann. Ja, danach sieht's auch aus. Wirklich. Umso besser. Sehr gute Arbeit von Ihnen. Mr. Vukovic hat gut zugestochen. Das ging so in die Richtung die Leber. Sah so aus. Und eine Leber, wenn hat er wirklich getroffen, die Leber, dann... Ja. Das Wortspiel gefällt mir. Lebt die Leber nicht lange. Und der Mann auch nicht. Ja. Ich hätte ihn wahrscheinlich aufgeschlitzt und mit seinem Darm erdrosselt. Hätte auch was gehabt. Wäre sogar nicht mal aufgefallen bei Vuku, seinem roten Anzug. Meine Güte. Wie amüsant. Kennen Sie den? Mr. Perez. Ja, er war sowas wie die rechte Hand von Mr. Fratelli damals. Der hat gestern genau erzählt, er war irgendwie eine Cognoscenti und dann Don und dann wieder die Cognoscenti, irgendwie sowas, irgendwie so ein Bullshit hat geredet. Wo ich mich dann frage, warum trägst du jetzt Leder? Cognoscenti, meint er Consiglieri, meint er, glaube ich, oder? Ja. Meine Güte, was für ein Werdegang. Die Tage werden immer verrückter. Dass der Mann noch am Leben ist, ist eine Schande einfach und ein Zeichen dafür, wie alles in dieser Welt einfach am Verweichlichen ist. Und umso besser ist das auch für uns. Solange wir an Wert und Tradition halten, wird uns nichts unterkriegen. Sie sehen ja, was es für Fotzen alles da draußen sind. Aber trotzdem sollte man vielleicht doch mal mit ihm, falls er, was ich nicht hoffe für ihn, das sehen wir im Nachhinein ein, nochmal ein Gespräch führen, weil sie es gerade erwähnt sind. Ich bin kein Freund davon, wenn man über so viele Traditionen, über Familien, über Namen und Geschäfte vor dem Italy sich unterhält. Oh, so viele Zeugen. Ja, definitiv. Also die waren hier im Italy mit so viel Mann, ja. Zwei Damen und zwei Gentlemen, ja, zu viert. Ja, meine Güte. Versuchen Sie immer, die Kontrolle über das Gespräch zu halten. Wenn sowas passiert, schicken Sie die Leute bestimmend weg und halten Sie sich nur den Gesprächsführer da und einen weiteren Zeugen, der mitsehen kann, wie sein Oberhaupt quasi schlecht dastehen wird.
Das haben tatsächlich die beiden Vukovic-Brüder sehr gut gemacht. Winters, danke für den Raid. Und Sam Winter, auch dankeschön. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen, Autorität, Leute. Autorität unter Grabe würde ich es nicht nennen, aber ganz schnell die Wind aus die Segel genommen. Und das, was Mr. Perez meinte zu wissen, ja, auf eine humorvolle, aber auch sehr bestimmende Art zurückgegeben, sodass der Wind schneller war als die Säge bei Mr. Perez. Gut, okay. Also wie sind Sie jetzt mit dem Lost MC verblieben? Die kamen jetzt her und haben sich entschuldigt quasi und Mr. Perez hat sich für die geopfert, ja. Genau. Und nun, kurz und knapp, wenn einer da unten furzt, in Ostweinwurz, und ich rieche den Furz hier oben, oder wir, dann trotten wir die aus. Das war die Wort von Divukovic. Daher bin ich voll bei ihm. Also wenn da einer falsch furzt, dann hat er verschissen. Gut, alles klar. Haben Sie schon mit dem Mayhems darüber gesprochen? Nein, dazu ist ich noch nicht. Ja, dann wäre dies der nächste Schritt. Also Mr. Crimson ist nicht mehr da anscheinend seit längerer Zeit. Und Mr. Perez ist eine kleine Ratte, die höchstwahrscheinlich tot ist, ja. Also Mr. Grimson ist mein letzter Wissensstand, war in die Krankenhaus. Ich habe mir mal die Akte geben lassen mit den Namen, die bei der Schießerei zwischen den Schleusern und den Lost aufgetaucht sind. Und auch ein Mr. Grimson stand in der Akte. Vielleicht macht er jetzt unter den Fischstäbchen und liegt in die kalten Sarg da unten oder Kühlkammer. Wäre besser für ihn. Ja, Mr. Malone, Sie waren ebenfalls mit anwesend bei dem Gespräch. Haben Sie ja, das genau. Gefühl, dass der Lost MC das Ganze so verstanden hat, ja? Schwierig einzuschätzen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Herr Grimson das nicht befürwortet, was Herr Perez gemacht hat. Ja, aber würde er was anderes tun, untergräbt er somit die Entscheidung für Mr. Perez und schwächt seine Position innerhalb der Gemeinschaft dort. So sieht's aus. Deswegen denke ich, dass wenn ein Mr. Grimson zurückkommen sollte und umentscheiden würde, ich denke, da wären die anderen Mitglieder des Losts nicht mit einverstanden. Ja, Mr. Vukovic, wie ist Ihre Einschätzung zu dem Ganzen? Ich denke, tatsächlich genau dasselbe wie Mr. Malone. Ich glaube, Mr. Crimson würde das nicht befürworten, aber es könnte sein, dass er da vielleicht irgendwie noch ausrastet und da vielleicht dann noch was kommt, aber dann Punkt jetzt sollte nichts von deren Seite kommen. Denke ich nicht, nein. Das heißt, Sie haben alle das Gefühl, dass wir den Herrschaften gezeigt haben, dass wir am längeren Hebel sitzen und wir können normal unseren Geschäften vorangehen, ja. Ja, wegen Crimson. Da ist, wo er gerade bleibt, dann wäre es möglich. Wenn Grimson wieder auf die Tauchfläche taucht auf, dann denke ich mal, haben wir den Lost nicht das letzte Mal zu einem Gespräch gehabt. Nun ja, beim nächsten Mal legen wir einen von denen um. Ich hoffe, das ist für die Herrschaften klar. Sollten die jemals in unsere Geschäfte reinfuschen? Ach ja, es wurde vehement dementiert, dass die irgendwelche Intention hatten oder geschweige denn in unseren Geschäften haben rumgefischt. Zumindest von Mr. Perez wurde das dementiert. Ja, verlogener Dreckshaufen. Als Ausrede war Eagle Motors, dass sie dahingehend hatten Interesse. Aber nicht an der Reise. Mit solch einer Lüge sind die gekommen, ja. Ja, ich sag dir doch, ich habe nicht umsonst gestern den dreckigsten, schmutzigsten Whisky im Laden besorgt. Den haben sie natürlich auch getrunken. Kampis was ja gleich. So viel Dummheit muss doch irgendwie belohnt werden. Und das meine ich vollkommen ironisch. Da kommen die schon hier hin.
mit ein paar Mädels in der Hand, damit die sie in die Eier nachtragen. Und können nicht mal ihr Maul aufmachen, dass sie eventuell sich überschätzt haben, ja. Wahnsinn. Was für ein erbärmlicher Haufen. Naja, wenn man schon am Stadtpark steht und eine, wie nennt man, mobilen Stand mit Kutten bei sich hat und so die Leute versucht, in seinen MC zu bekommen, das sagt ja schon alles. Und wenn die Krone war halt gestern Mr. Perez mit die Vertigern. Ja, ich verstehe. Ein Moment kurz. Leute, danke für den Raid. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Bin gleich wieder da. Ich muss mal eben nachgucken. Was? Ein Moment. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. So. Nee, ich muss noch mal kurz gucken, weil das okay ist da. Super. Allen geht's gut, alle schlafen. Perfekt. Ist Mr. Pellegrini schon gegangen, oder? Vor 10 Sekunden, ja. Er geht in die Apartment. Ist aber morgen wieder zu sprechen. So, wenn Sie noch was haben, dann... Also ich werde am Mittwoch höchstwahrscheinlich nicht zu sprechen sein. Ich muss noch ein paar Dinge geschäftlich klären. Mhm. Gut, okay. Behalten Sie den Lost MC dennoch im Auge. Ich kann mir vorstellen, dass Sie trotzdem hintenrum versuchen, an Horizon ranzukommen. Wie gesagt, sollten wir nur den Fort riechen, dann war's das mit die Lust. Ja, genauso wichtig ist es, ein Auge auf Mr. Hill zu werfen. LSR könnte genauso im Vordergrund stehen und Mr. Hill
Nun ja, man muss ein wenig sein Ego streicheln, aber ich glaube, er sollte wissen, wer wir sind. Wenn er wirklich meinen Respekt, den er bekommen hat, so mit Füßen tritt und uns hintergehen sollte, dann bringen Sie mir seinen Kopf. Und wenn wir vielleicht mit etwas Druck dahin gehen, wird Mr. Hill Mr. Hill sprechen. Weil wir wissen ja alle, dass Mr. Hill eine sehr gute Beziehung zu Mr. Caesar gepflegt hat. Oder pflegt, je nachdem. Mr. Caesar ist meines Wissensstandes nach wie vor immer noch nicht gesehen und gehört worden. Also hat er da keine Rückendeckung dahingehend. Ja, also ich habe ja mit Mr. Hill ja gesprochen. Er hätte auch den CEO-Posten abgegeben an jemand anderen. Mhm. Aber ich habe es als Zeichen meines Respekts ihm gegenüber und als Geschäftspartner gegeben. Und solange genießt er auch mein Vertrauen. Bis zu dem Punkt, wo offenbar herauskommen könnte, dass er uns enttäuscht. Also, Mr. Vukovic, Sie sind da ganz genau dran. Halten Sie guten Kontakt zu dem Mann und schauen Sie, dass er uns nicht aus den Händen gleitet. Auf jeden Fall, ich bin gewillt, auf jeden Fall mich da richtig einzuarbeiten und nicht nur so oberflächlich, sage ich mal, Gesicht darüber zu haben. Ja. Deswegen wäre es natürlich schön, dass es da eine gute Geschäftsbeziehung auch gibt, aber was ich vorhin noch vergessen habe auszuführen, hatte auch bereits bei Mr. Malone hinterrücks da nochmal 10-mal nachgetreten und nochmal, keine Ahnung wie oft, erwähnt, dass es ja doch keine gute Sache ist und so weiter. Deswegen, also der Herr stößt mir doch schon ganz schön sauer auf, wenn ich darüber nachdenke. Er ist ein alter Nörgler. Schauen Sie einfach, dass Sie sich anfreunden und geschäftlich da übereinkommen. Sollte es aber weiterhin gehend in dieser Richtung zu Problemen kommen, dann, wird sich halt darum gekümmert. Und ja, freuen Sie sich gut mit Miss Neris an. Sie ist ebenfalls sehr kompetent in diesem Unternehmen. Miss Neris, war das die Dame auch, die gerne so die schwarze Leder getragen hat, wo wir damals die kleine Verhöre gemacht hatten, mit die langen dunklen Haare? Ja, ganz genau. Sie ist Leiterin der Personalabteilung dort. Genau, das war. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Aber die müsste ja auch die Ivo gut kennen. Die hat sich auch mal ein paar Mal unterhalten. Ja, gut möglich. Da aber Mr. Vukovic in dem Unternehmen jetzt drin ist, wird er sich darum kümmern, da alles zufriedenstellend auf die Beine zu stellen. Mhm. Apropos zufriedenstellend. Mr. Jäger, also Mr. Malone weiß schon Bescheid. Mr. Jäger fragt, ob er einen Baseballschläger könnte haben. Er spielt gerne Baseball. Und in letzter Zeit hat Mr. Jäger die Informationen, die wir haben wollten, gut vermittelt. Er hat auch dahingehend schon seinen Umschlag bekommen von mir. Wäre vielleicht, wenn das möglich ist, sollte mir das in den Hinterkopf haben. Das dahingehend. Ich habe den Kontakt schon weitergeleitet. Okay, perfekt, danke. Das geht alles über die Mayhems. Gut. Habe ich sonst noch irgendwas? Ich gucke mal meine. Das habe ich erwähnt. Mir ist noch eingefallen, ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber der Mr. Miguel Ramirez da, der hat eine Waschstraße eröffnet in der Southside. Ach ja, stimmt. Hör mir mit dem Scheiß auf. Direkt gegenüber von die Unicorn. Was? Der lebt noch. Ja. Was ist aus der Sache eigentlich geworden? Mr. Aiden erzählte da etwas diesbezüglich. Kennt ihr alles oder soll ich ausführen? Oh Gott. Gerne aus. Alle, nennen wir es Geschäftsverbindungen, die Mr. Ramirez hatte, sind so gut wie zu dir liegen gekommen. Mr. Hayden hat sich gesagt, Mr. Jakes, also die Lotus-Leute oder Vitos Locus, haben sich ebenfalls abgewandt von ihm. Und Mr. Robismo zum Beispiel, einer von den Schlauchboot-Freunden, ist absolut nicht erfreut, dass der Mann ist noch am Atmen. Also da wird auch wohl noch was kommen auf Mr. Miguel zu. Das Thema ist noch nicht durch. Er mag seine Waschstraße haben, aber
Weiß ich nicht. Man kann schnell machen, in so eine große Bürste rutschen oder sich selber strangulieren mit so einem Spritzschlauch. Der wird nicht lange atmen. Naja, soll nicht unser Problem sein. Genau. Also. Mr. Malone und Mr. Wie war sein Name eigentlich nochmals? Dieser Typ, der aus Vespucci kam und mit ihm neulich das Gespräch geführt hat. Harris. Ach Tyler ja, Harris. Tyler Harris, ja. Ja, genau. Ganz genau. Da sehen Sie mal, wie unbedeutend er ist. Mr. Harris, haben also mit Mr. Miguel Ramirez wieder Frieden geschlossen. Sehe ich das so richtig, ja? Wenn es Frieden geschlossen ist, sie stehen, die Bürgen für den. Gut, die Leute sind gestorben für uns. Ich will, dass wir keine Geschäfte mit denen machen. Und sie können ihnen doch sagen, weshalb das Ganze so ist. Sie können, meinetwegen, mit Mr. Malone ein offenes und ein nettes Gespräch führen, aber Sie sollten ihm schon klar machen, dass das keine gute Sache ist. Bis zu dem Abend, wo wir uns haben unten in meinem zweiten Wohnzimmer getroffen, in die Kabarett, kannte ich die Kakerlake Tyler gar nicht. So unbedeutend ist er für mich. Ich wusste gar nicht, dass wir mit denen hatten schon mal Geschäft. Das ist wie eine, keine Ahnung, wie eine scheiß Mülltonne, wo ich tagtäglich dran vorbeilaufe und nicht wahrnehme. Und Ramirez, Miguel, ja, den konnte ich schon von Anfang an nicht. Ich habe die Sache mit Sorkin damals und Dragan. Interessanterweise, und das Gespräch würde ich gerne noch führen, ist mit Nate Malone. Weil er wohl auch dazu steht, dass die Sache mit Ramirez ist gut und er birgt wohl auch für ihn. Ja, suchen Sie das Gespräch ein wenig mehr hintenrum. Schauen Sie mal, wie er das Ganze unter vier Augen empfindet und ob er das mit all seinen Werten vertreten kann. Sie hören das ja ein wenig raus. Und je nachdem, vielleicht können Sie ihn ein wenig davon loseisen, von diesen Leuten. Ansonsten, wie gesagt, keine Geschäfte mit solchen Leuten. Es wird Zeit, dass wir klare Linien solchen Menschen gegenüberbringen. Definitiv, ja. Wäre schade um das Potenzial, was in Nate steckt, bin ich ehrlich. Nun ja. Jeder ist selber für seinen Weg verantwortlich. Ja, mal schauen, ich hatte mit Ivo da die Tage vor, mit Mr. Melon dahingehen zu sprechen. Mal gucken. Ich hätte noch zwei Punkte. Nach dir. Als wir uns mit den Herrschaften von Übersee getroffen haben, falls jetzt noch nicht zur Ansprache kam. Wegen dem Lufttransport, das haben die befürwortet und für den weiteren Transport hier an Land ist den Herrschaften, haben die Mayhems im Gedächtnis. Das würde sich ja mit unseren decken, was wir haben, auch in den Kopf gehabt. Ja, also, überhaupt kein Problem. Schon vorgeschlagen. Das passt doch ganz gut. Also, wir werden auch, also in keiner Konstellation werden wir mit dem Lost MC zusammenarbeiten. Und sie werden ihn auch sagen, weil dort ein Verräter unserer Sache ist. Nein, sagen Sie nicht ein Verräter unserer Sache. Sagen Sie, da ist ein Verräter drin. Das reicht. Ja, aber was das betrifft, ist der Kontakt sehr gut momentan, was die Schleuserjungs betrifft. Gesundes Fundament. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Vlado, entschuldige. Ja, kein Problem. Die andere Sache ist noch, falls sie vielleicht irgendwann mal interessant sein sollte, das Lost MC ist irgendwie in einem Juweliergeschäft mit inbegriffen da. Die arbeiten irgendwie für die oder haben da die Hand drüber oder irgendwas in die Richtung auf jeden Fall. Hier unten der. Ja, der Weimut. Stimmt. Ja, ganz genau. Genau. Stimmt, das hat mir auch einer von die Schleuser hat das erzählt, ja. Die Lost machen wohl was. Für Spencer hieß der, ne? Genau, Spencer, glaube ich, hieß der Tube. Ja. Richtig. Ja, und das Ganze passiert, falls es irgendwann mal nur interessant sein sollte. Ich glaube, links oder rechts von Cypress war das. Einfach neben Cypress hieß es. Dort wird das irgendwie hergestellt oder so. Gut, okay. Also, unsere nächsten Schritte werden wie folgt sein.
Wir schauen, dass unsere Geschäfte alle ans Laufen kommen, die wir jetzt haben. Jetzt haben wir gerade die Zeit, um uns damit zu beschäftigen. Sollten Dinge einwirken, können wir auch darauf reagieren. Wie zum Beispiel dieser Überfall auf Mr. Miller. Wir lassen unsere Kontakte spielen und dann kümmern wir uns darum. Sollten wir keine Kontakte dafür haben, müssen wir natürlich selber Ausschau halten. Und uns darum kümmern. Aber größtenteils kümmern wir uns um das, was wir haben. Sollte uns jemand dabei stören, dann fließt Blut eben. Gut. Sollten die Geschäfte dann am Laufen sein, will ich, dass wir uns um Vinewood kümmern. Es wird Zeit, dass wir ganz klar machen, wo unser Gebiet ist und wo man garantiert nicht wildern sollte und welche Geschäfte unter unseren Fittichen stehen. Das heißt auch für die Zukunft, dass wir jeden aus seinem Geschäft rausdrängen, der irgendwie eine Hand drauf hält. Hier in Vinewood hat man an uns abzudrücken und an keinem anderen. Ja, so kannte ich die Philosophie von Anfang an. Aber alles nach dem anderen. Ich will, dass LSR und ich meine Horizon läuft anscheinend langsam. Ich will, dass das alles ans Laufen kommt. Das sind Dinge, die müssen sitzen. Hm. Wenn jemand sich an Horizon oder LSR vergreift, volle Härte. Sehr gerne. Sehr gut. Möchte jemand von Ihnen was zu trinken haben? Ja, wenn Sie einen guten Whisky haben, den nehme ich gerne. Gut, okay. Ja, nein, Whisky. Genau. Ach, Leute, bin gleich wieder da. Flatto, willst du die Sache nochmal mit den komischen Tequila-Truppen? So, dachte den Weinwurz zahlt keiner. Ja, doch, wir müssen da. Es war eine Alternative, die ich versucht habe, aber sie hat nicht geklappt. Deshalb müssen wir es anders versuchen. So. Endsport, Leute. Kinder werden wach, müssen gleich gefüttert werden. So. So ist das nämlich bei Neugeborenen. Die müssen nämlich alle 4 Stunden werden die gefüttert. Oder werden die wach und wollen gefüttert werden. Auch so ein interessanter Werdegang. Detektiv. Achso, der wollte was trinken. Machen. Mhm. Ach, tatsächlich habe ich noch eine Frage an Mr. Napier. Mr. Napier? Ja. Yeah. Haben Sie noch mal was von der netten Dame? Wie heißt die? Sorkin, glaube ich. Haben Sie von der noch was gehört? Ach, danke. Nein, tatsächlich habe ich davon nichts gehört mehr. Hm. Ich mache Ihnen Platz, dann können Sie durchkommen. Nein, nein, schon gut. Also, wenn sonst nichts sein sollte, würde ich jetzt hoch in den Norden fahren. Nein, so das Relevanteste. Eine Sache noch. Sache habe ich noch. Danke für die Whisky. Den Kontakt vom CEO des Pfandhauses bekommen. Da ging es ja darum, Messer und den Baseballschläger anzubieten. Die haben ja anscheinend die Lizenz dafür. Ich habe soweit auch die Straßenpreise eingeholt. Demnach könnte man sich mit dem Pfandhaus in Verbindung setzen und Verhandlungen drehen.
Ja. Sind es irgendwelche bekannten Leute oder? Ein Bekannter von einem der Mayhems. Ja, jetzt haben die doch da jemanden drin. Ist nur ein Bekannter, nur ein Freund. Also. Ja, aber das war ja der Stand schon letztens und die hatten es ja gesagt, es sei nicht so. Naja, gut, okay. Ja, dann können wir das gerne so machen. Dann können wir es ja wirklich über die Mayhems alles regulieren. Perfekt. Gut, ich notiere mir noch. Wir führen noch die Gespräche mit den Mayhems bezüglich die guten Wichse von die Lost, ja? Ja, ganz genau. Gut, dann das notiere ich mir eben. Gut, das mit die Geschäfte, das ist selbsterklärend. Ja, bei dir müssen wir halt weiter wegen den Flugschein. Ich bin Mittwoch, habe ich meine letzte Flugstunde. Okay, gut, okay. Wochenende, ich verlasse dich schon mal. Einen angenehmen Abend. Angenehmer Abend. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. So, Leute, erstmal nochmal Dankeschön für die ganzen Raids, die heute reingekommen sind. Vielen lieben Dank für den Support grundsätzlich. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Fühlt sich dann alle 4 Stunden wie neugeboren. Lol. Ja, es. Also die letzten Tage haben die echt gut gepennt. Heute sind sie ein bisschen unruhig. Aber das liegt auch daran, heute schlafen die wieder in ihrem Kinderbett. Das mögen die nicht so. Ich habe hier. Wir haben ja jetzt hier die letzten Tage haben wir im Wohnzimmer alle geschlafen. Ich habe hier so eine riesige Schlafcouch. Frag mich nicht, wieso. Okay, ich kann euch sagen, warum. Es war, weil Edda und ich in der Nacht immer aufgestanden sind und haben am Kinderbett geguckt. Wir waren mega aufgeregt und auf diesem Schlafcouch, da haben wir einen genauen Blick auf die. Deshalb haben wir das hier gemacht. So. Dann war das doch ein erfolgreicher Abend gewesen, würde ich behaupten. Schon wieder der Cognor. Ist so. Mike, grüß dich. Vielen lieben Dank für 4 Monate schon. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So, Leute. Napier pennt wieder im Varieté. Dankeschön für den Support. Wirklich. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Wir sehen uns am Mittwoch höchstwahrscheinlich wieder. Alle anderen Tage werden spontan sein. Also wenn es jetzt Dienstag ist, es kann sogar sein, dass wir morgen spontan da sind. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Aber wir sehen uns Mittwoch wieder mit RP. Und vielen lieben Dank, dass ihr hier gewesen seid. Dankeschön, bedeutet mir wirklich viel. Danke, wirklich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Verrückte Wochen in letzter Zeit. Passt zu diesem Jahr, was einfach verrückt war. Positiv verrückt, vor allem voran. Und Dankeschön, vielen lieben Dank für euch. Dankeschön, Felbert. Grüß dich, was geht, Felbert? Gar nicht mitbekommen vorhin. Ja, und Dankeschön. Vielen lieben Dank. Okay, ich muss aufhören, sonst werde ich sentimental. Ich bin sowieso sehr sentimental geworden, seitdem ich Vater bin. Sehr sentimentaler Mensch. Okay, ich sag's. Danke, dass es euch gibt. Vielen lieben Dank. So, jetzt habe ich's gesagt. Ich werde es nie wieder sagen. Klippt es euch, hängt es euch auf. Das war's jetzt. So. Puh, okay. So, dann geht's jetzt. Ich guck mal, wo es irgendwie hingehen könnte. Lasst mich mal nachschauen. Ja, ihr wisst, ich bin eigentlich keiner der großen Worte so. Aber aktuell bin ich sehr. Ich schicke euch
rüber zu... keine Ahnung, wer ist denn hier da? Wer ist denn da? Ich schicke euch rüber zu Drachentapir. Ja? Gute Nacht, Leute. Warte mal. Outro gibt's natürlich auch noch. So, und jetzt alle die Messer wetzen. Ich will sehen, ob ihr es nicht verlernt habt. Huch. War ja falsch gehostet. Eine wunderschöne gute Nacht und danke für euren Support.